Hallo und willkommen zurück bei Transport Fever. Bald schon wird der erste Amerikaner seinen Fuß auf den Mond setzen, während die Russen sich unten auf der Erde grün und so, Produktionsstätte mit Treibstoff beliefern. Um die von uns mitentwickelte Saturn-5-Rakete noch effizienter zu machen, muss das Treibstoffgemisch optimiert werden. So, das heißt, im Prinzip müssen wir jetzt nur umsteigen. Liefern die nötigen Treibstoffvorräte für ihre Experimente. Im Prinzip können wir das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen und das verkaufen. Und das verkaufen. So. Linie erstelle ich neu, die ich brauche. Das mit, damit das übersichtlicher bleibt. So, wir brauchen jetzt im Prinzip nur eine Linie, die hier Rohöl liefert. Das haben wir einmal hier. Die Rohöl hier hin liefert. Genau, einmal hier, Rohöl nach da oben. So, und dann einmal dann das abliefert zum, also dann den Treibstoff abliefert zum, zur Produktionsstätte hier. Na, mehr brauchen wir nicht. So. Also. Genau. Dann können wir auch ordentlich einsetzen, würde ich sagen. Also können wir ordentlich Fahrzeuge einsetzen dafür. Rohöl, Öl, Treibstoff. Okay. Machen wir mal 9 Stück auf Linie 4. Und weitere 9 Stück. Ja, komm. Das waren jetzt 10, glaube ich. Ist ja auch egal. So. So, Parabelflüge haben wir jetzt auch gleich, ne? Jo. Oder können wir die jetzt eigentlich wieder verkaufen? Und die Linie dann auch löschen. Dementsprechend dann. So, gut. Alles klar, hier wird schon ordentlich produziert. Die Produktion ist richtig krass. ...35 warten schon. Tendenz steigend. So, okay. Alles klar. Gut. Rohöl ist unterwegs. Treibstoff wird auch schon fleißig abgeliefert. Beziehungsweise abgeholt. Hier ist schön das Lager wahrscheinlich, ne? Jo. Okay. Na, wo sind denn die ganzen Rohöl-Heinis?
Okay. Einundzwanzig warten immerhin. Okay. So, hier wird ordentlich jetzt Rohöl abgeliefert. Jetzt geht die Produktion mal richtig nach oben hier. Bam. Jawoll. Schön. Eins nach dem anderen. Liefert hier jetzt Rohöl ab. 124 Potenzial, okay. So. Das läuft wie am Schnürchen, also kann man sich nicht beschweren. Und die Produktionsstätte sieht ja ganz nice aus mittlerweile. Vom fetten De Linie 1. Oh, ach so, Moment mal, Linie 1 fährt ja noch. Ist ja gar nicht mehr notwendig. Können wir ja auch wegmachen. So. Ist ja gar nicht mehr notwendig. Okay. Wie sieht es hier unten mit der Rohölproduktion aus? Ja, nice. Okay, 7 von 13 immerhin. 4 von 13, naja. Geht doch ganz gut. So, wie sieht es hier oben aus? Es wäre natürlich jetzt wieder nichts mehr im Lager, ne? Das ist natürlich blöd. Guck mal, hier eine richtig geile Lok haben wir bekommen. Na, da kommt das neue Rohöl. Alter, wieso haben wir eigentlich hier nur die ganze Zeit die von der anderen Linie hier zu Gesicht? Naja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, gleich haben wir es. Da können wir mal einen Schluck trinken. So. Ah. Ach, Wasser ist doch das Beste, was es gibt. So, 35 auf Lager haben wir. Ja, okay. So, guck mal hier, jetzt haben wir sogar 45 auf Lager. warten. Wird sogar noch mehr. Guck dir das mal an. Ich frage mich, wo die als nächstes visuell was hinmachen an Öl. Oder wird jetzt einfach visuell nicht mehr erweitert, sag ich mal. Ich schätze mal, es wird einfach visuell nicht mehr erweitert. So. Es bleibt wahrscheinlich so.
So, jetzt kommt das erste Fahrzeug wieder und nehme den ganzen Krempel hier mit. Hallo, warte mal. Darf ich mir das Fahrzeug auch mal anschauen? Okay. Hab schon gedacht, der hat nichts mitgenommen. Das wäre ja so nett gegangen. So, jetzt sieht man's, jetzt merkt man's. Alles klar. Auch das ist wieder voll. Es ist soweit. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Amerika ist bereit für den Weg zum Mond. Und wir haben es möglich gemacht. Juhu! Juhu! Alles klar. Cool. Öko-Freund haben wir bekommen. Naja. 3 Jahre weniger und wir hätten auch noch eine weitere bekommen, aber naja. Leider. Guck mal, aber wir können weiterhin Dingens an die liefern hier, ne? Das heißt, es dient uns auch jetzt mal als coole Einnahmequelle auf jeden Fall. Und hier oben wartet nicht so viel, naja. Egal, Produktion ist auf jeden Fall noch im Gange. Jetzt allerdings wird sie wahrscheinlich wieder einbrechen. Aber guck mal, hier kommt schon neues Rohöl. Dann geht die Produktion noch wieder nach oben. Guck dir das mal an. So, nice. Das ist doch mal nice. Ja, die Amerika-Kampagne haben wir abgeschlossen und somit würde ich sagen, haben wir die Hälfte vom Let's Play erreicht, so circa. Weiß nicht mal, wie viele Folgen wir jetzt sind, 25 so ungefähr? Ein bisschen mehr. Aber wir haben trotzdem über 50 Folgen das Let's Play wahrscheinlich. Ja, das reicht ja auch. Man müssen ja nicht 100 Folgen sein. Ich glaube, Train Fever hatte ich 70 oder so. Ein paar hat 60, aber... Muss ja nicht sein. Ich finde halt, die Kampagne ist halt noch interessant als Let's Play. Freies Spiel, aber schätze ich nicht so. Könnt mir ja mal... Ja, es wird jetzt schwierig sein, weil ich nehme dann ja doch weiter auf. Könnt mir mal schreiben, ob ihr lieber noch die Europa-Kampagne sehen wollt oder ob ihr die Dingens sehen wollt. Das freie Spiel. Und ja, das wäre ganz cool. Könnte ich mich dann euch anpassen. Naja. Die Mission war kürzer, als ich gedacht hätte. Es gab ja auch mal Missionen, die ein bisschen länger gedauert haben. Wir brauchen nichts mehr an Getreide eigentlich, aber... Ach so, die liefern auch gar nichts mehr, oder was? Nee. Naja.
Hier oben die Linie, gell? Können wir die auch entfernen, so. Gut. Naja. Coole Sache auf jeden Fall. Jo. Passt alles. Prima. Boah, Alter, wie viel da produziert wird, ist ja wohl der Hammer. Naja, wie dem auch sei. Gut, wird es nur wieder eine kürzere Folge, aber naja, macht ja nichts. 15 Minuten reichen ja auch vollkommen aus, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Transport Fever. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!